Tür geht auf. Dann können wir dahin. Mein Vater arbeitete von früh bis spät in seiner Werkstatt an seinen Klangröhren. Damit sollte mein Spiel in der Stadt übertragen werden. Frau Krüger sagt, dass ich bald bereit für mein Debüt sei. Doch ich bekam Angst, denn die Musik, die ich spielen sollte, war kalt und dunkel. Dieses Kinderzimmer sieht traurig aus. Och, ist doch schön hier. Ich glaube, ich muss den Geiger richtig platzieren, um dies zu öffnen. Dazu muss ich wissen, welche die richtige Position ist. Oh, schön. Warum wurde der Puppe der Kopf abgerissen? Also dieses Zimmer bringt mir genau nichts. Emily war hier, aber wohin ist sie verschwunden? Ich brauche eine Leiter, um ihr zu folgen. Kannst du überhaupt irgendwas? Ach so. So, ein Manschettenknopf, das da. Ja. Ein Notenschlüssel. Was ich übrigens super gerne mache und auch gerade gemacht habe, ist, wenn meine Katze ankommt, also die Kleine mit dem Dicken kannst du es nicht machen, dann, ich bin ja immer in eine Decke eingewickelt, dann friemel ich die Decke so ein bisschen ab, dass ich sie da reinquetschen kann an mich dran. Und dann fange ich sie an zu kraulen und sie liegt dann da und freut sich, dass sie gekrault wird. Kann irgendwo hinfallen, weil wenn sie sich so auf meinen Schoß setzt, setzt sie sich meistens so, dass sie gleich runterfällt. Und ich finde einfach keinen Notenschlüssel. Okay, fangen wir hinten an, wie immer. Ein Herz. Ein Fisch. Nee, und dann, das weiß ich nicht, das mag ich immer total gerne. Und dann sitzen wir so und kuscheln. Und gerade bei Wimmelbildern ist das ja super angenehm, weil du musst halt... Ich finde auch keinen Hahn. Am Ende hier so einen. Es ist halt wirklich echt angenehm, weil ich muss die Katze nicht festhalten. Dann ist die Kleine auch immer sehr genügsam. Also wenn die Kleine gekrault wird, dann bleibt sie halt liegen und lässt sich kraulen, wenn sie gekrault werden will. Ja. Ich kann das gleiche nicht von meinem Dicken behaupten. Wenn mein Dicker gekrault werden will, dann trampelt er auf mir rum, dann dreht er sich, dann setzt er sich hin, dann steht er wieder auf, dann dreht er sich wieder, dann guckt er und dann freut er sich und dann kann er aber wieder nicht liegen und dann... Da muss ich sagen, das ist sehr, sehr anstrengend. Und ja, ich suche die ganze Zeit weiter, auch wenn ich erzähle. Aber ich finde auch keine Feder. Das ist auch kein Käfer, das ist eine Fliege. Da ist ein Käfer. Rosen. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Nee, und da muss ich sagen, da kuschel ich viel lieber mit der Kleinen, weil die Kleine, die setzt sich dann hin und freut sich. Und dann ist Ruhe. Und es ist dann auch so, wenn ich dann keine Lust mehr habe und einfach aufhöre, sie zu kraulen, dann bleibt sie halt liegen und pennt. Und wenn sie nicht mehr möchte, geht sie halt weg. Einfach so. Es ist halt super einfach und unkompliziert. Und es... Ich wünschte, es wäre bei meinem Dicken auch so. Bin ich ganz ehrlich. So, ich habe den Notenschlüssel inzwischen gefunden. Fehlt mir noch eine Feder. Da. Okay, den Seestern müssen wir bestimmt noch fertig nähen oder so. Da. So.
Das war Frau Krüger. Sie versucht, mir Angst einzujagen. Es kann nicht mehr weit sein. An diesem Wasserhahn fehlt ein Ventil. Oh, Wunder, ich habe ein Ventil. Dominostein, ein Schneemann. Es kann doch nicht so schwer sein, einen Schneemann zu finden. Da. Eine Schildkröte. Eine Trompete. Das war ein Haken. Da. Zwei Libellen. Da ist eine. Libelle. Eidechse, Quaste. Achso, das ist wahrscheinlich der Pinsel gewesen. Und nicht die Quaste. Da ist das die Quaste. Eine Waage. Moment. Ich musste kurz der Katze aus der Decke helfen. Eine Waage. Nee, nicht. Eine Katze. Eine Kette, eine Kette und eine Spitze. Eine Waage. Da! So, das Ventil daran. Von links nach rechts genervt. Von oben nach unten böse lächeln. Und sehr wütend da lang. Okay. Ach ne, so war richtig. So, kann natürlich so rum gewesen sein. Eine Christbaumkugel. Ein Schmetterling. Ein Grashüpfer. Eine Spielkarte. Ein Fernglas. Schuhe.
Tour. Ich sehe einen Schuh. Aber mehrere Schuhe habe ich noch nicht gefunden. Mal erstmal weiter. Eine Kerze. Ein Haken. Und ein Löffel. Und jetzt Schuhe. Band, Nadel, Kranz, Schuhe. Ah! Schuhe. Okay, so was haben wir hier? Ein Schalter. Ein Schlüssel. Mal wieder. Hier ist der Schmetterling und die Libelle. Und da bekommen wir natürlich eine Leiter. Wie soll es anders sein? Die können wir auch hier. Dafür ist der Knopf da, da fest. Aha. Danke fürs Gespräch, Madame. Schraubzwinge. Scharnier. Schlüssel, Fernglas, Fächer, Stiefel. Was ich übrigens auch gut finde, ist, dass zwar in jedem Wimmelbild ein Fächer ist, man aber nicht immer den Fächer suchen muss. Das gefällt mir. Weil ansonsten ist es immer so, ja, suche immer den Fächer. Gut. Kamel? Das ist kein Kamel. Das ist ein Dromedar. Aber man weiß, was gemeint ist. Und das sei denen verziehen. Wie gesagt, ich bin hellauf begeistert. Wirklich von der Übersetzung. Die ist nämlich dieses Mal echt gut. Wirklich gut. So, ein Kessel. Wo immer ich jetzt hingehe, werde ich daran erinnert, was meine Musik ausgelöst hat. Eva möchte mich für immer zu Hause beim Geigespiel einsperren, unter dem Einfluss ihrer Musik. Alle die Menschen, die meiner Musik lauschten, sind nun fort. Ich vermisse Vater und Mutter so sehr. Ach, die Arme. Ich muss die Rädchen irgendwie verbinden. Hier ist schon mal ein Schalter. Er hat eine Glühbirne hin. Na klar. Da ist es zu dunkel. Irgendwas ist immer. Der Tag des Konzerts kam und ich betrat die Bühne. Die Musik floss aus meiner Geige heraus. Dann sah ich, wie die Menschen im Publikum plötzlich alterten, als sie meiner Musik lauschten. Ich wollte Vater sagen, dass er die Röhren ausschalten musste, aber Frau Krüger hielt mich auf. Mehr ist hier nicht? Killing. Ein Marmeladenglas. Büroklammer. Eine Büroklammer. Ich weiß, dass die Übersetzung gut ist, aber ich prüfe es immer noch mal. Ich sehe nämlich auch keine Büroklammer.